So. Ich hoffe, euch hat es bisher Spaß gemacht. Jetzt machen wir weiter. Mit dem Dreiachter, der heißt die Landklinik. Und da muss ich jetzt kurze Einweisung für euch alle geben. Also geht dann, wenn das erste Mal der Vorhang zugeht, nicht gleich alle hinausrennen zum Bier und alles, sondern das geht gleich weiter. Also da ist keine Pause, der geht zu und geht dann wieder auf. Nur zur Info. So, und dann stellen wir einmal die Personen vor. Da spielt mit die Waltrude, das ist die Oberschwester. Die ist eigentlich mit allen Situationen rechtlos überfordert. Und die wird gespielt von der Ines Sigel. Dann spielt mit der Thilo, das ist ein Bauarbeiter. Und der wird gespielt von Michael Fickel. Der Georg ist ein Bauer von der Zivilisation, manchmal sehr weit entfernt. Er wird gespielt von Fabian Rösler. Schaut da immer noch so aus. Dann gibt es noch in Michel, das ist eine Hilfskraft vom Bauarbeiter und der wird gespielt von Max Rösler. Aber den Dr. Günther, das ist ein russischer Psychiater. Und den spielt der Daniel Rieger. Dann gibt es noch den Dr. Obermüller, das ist ein Schönheitschirurg und er wird gespielt vom Noah Steinmann. Dann haben wir die Verena, das ist eine Krankenschwester, langsam und behäbig. Wird gespielt von der Hanna Fiddy. Dann haben wir noch den Erich, das ist ein stummer Patient, aber ein ausgekochtes Schlitzohr und er wird gespielt vom Steffen Schmitz. Die Madda, das ist die Frau vom Erich und die hat einen Mann eigentlich total unter der Fuchtel, die spielt die Jenny Schmitz. Dann gibt es noch die Elfriede Schreck, das ist eine Patientin, die ganz dringend eine Schönheitsoperation benötigt und die wird gespielt von der Manuela Schmitz. Die Claudia, das ist die Frau von Georg, die spielt die Tamara Fickel. Und dann gibt es noch einen treusorgenden Katzenbesitzer in Haribert und er wird gespielt vom Lukas Steinmann. Da wünschen wir euch viel Spaß beim Dreiakte. Weiterhin so lachen, klatschen, war das jetzt echt super. Einfach so weitermachen. Den Cowboy wird er da ins Ring stellen. Mein Gott, ey,
Wie soll man da in Ruhe schaffen können, gell, wenn man da dauernd irgendwelche blöde Anweisungen kriegt? Ja, genau, das sag ich auch immer, gell, Chef? Ja. Was heißt denn das? Ich dafür, wenn du dauernd zum Lädel anrufen? Da versteht man ja nicht einmal sein eigenes Wort. Ja, das wäre bei dir oft nicht schlecht. Ja, genau, das sag ich auch immer, gell, Chef? Also, schau lieber mal, dass ihr jetzt noch mit einer Arbeit fertig werdet bis zu der Einweihung. Herr Dr. Günther, ich frage Sie jetzt zum allerletzten Mal, wie lange sollte es denn dann noch so weitergehen, hä? Weil wenn das noch länger dauert, dann können Sie bald selber in die Klapse einliefern. Klapse! Schwester Obere, wie oft habe ich gesagt, soll ich nicht so sprechen wie bei Abteilung? Kann auch nicht machen, dass wir seit Umarbeiten auf selbe Station verweilen müssen. Außerdem, Schwester Obere, wir sind dazu da, vom Weg abgekommen, es zurück ins Leben zu führen. Schwester Waltrude, kommen Sie bitte gleich mal. Ach ja, und bringen Sie gleich die Akte Seifert mit, die Nasenoperation ist dringend. Ja, ja, ich komm gleich. Schwester Obere, wer hat vorhin angerufen? Angerufen? Da hat doch jetzt niemand angerufen. Das war doch jetzt gerade der Dr. O persönlich. Da ist schon so weit von dir, gell? Ich meine ihn am Telefon. Ach so, ach ja, ja, das war ein Anrufer, telefonischer Anrufer. Das. Ja, mein Gott, ist das denn ein Wunder da drin? Ja, wie war's Anime, eine Frau Dings, Dings soll anrufen, dass ihr Mann seit Kürzen nicht mehr spricht. Und wenn er was sagt, dann nur noch ein Rechtsgeschmarri. Ja, das ist aber komisch, oder? Also normal kennen wir das doch nur von die Weibe. Also, wenn ich da daheim an meine Alte denke, da ist es genau das Gleiche. Wenn nicht genau alles nach ihrem Schädel geht, na, dann rede ich mit mir überhaupt nichts mehr. Oh, das ist so schön, sag ich dir. Aber wie ich sag dann mal wieder, dass ich in die Kneipe will, ne? Oh, dann kommt nur Blätzgeschmarri raus. Oh, wie? Ja, muss denn das schon wieder sein? Kannst ja gleich nachziehen. Nur blöd halt, nur blöd. Siehst du, und genau das erspare ich mir. Die Weiber machen halt nur Probleme. Stimmt, Chef? Sag mal, wir hatten doch gerade die Null gewählt, oder seit wann darfst du was sagen, hä? Schwester Obere, lassen Sie doch junge Mann. Muss ich erst noch artikulieren? Ist wichtig für weite Entwicklung von jungen Mann. Ja, also ich tue es dann auch mal Bier neu artikulieren, gell? Das ist auch sehr wichtig für meine weitere Entwicklung. Stimmt's, Herr Doktor? Sicherlich, so wird wohl sein. Waltrude, wie ist es denn jetzt? Wo bleiben Sie denn mit der Akte? Was denn für Akte? Ach ja, genau. Da war's, das war's. Waldner Fettabsaugung. Hey Chef, jetzt haben wir nicht mehr lang und dann ist bald schon wieder Mittag. Ja, boah, Gott sei Dank, hey, das ist eine Erbe da. Ah, ja, sag mal. So ein dünner Wetter! Ja. Ist ja so eng dort drinnen! Sag mal, was habt ihr denn da vor? Wir sind bald noch nicht in Frieding auf der Landesgartenschau! Ja, das geht frei nicht, rauchen wir mal da wegen mich auf! Ja, sag mal, spinnst du? Was soll denn das? Ja, ich muss zum Dr. Vögele und mich bedanken, dass er meinen Kurs so tatkräftig von Kalten unterstützt hat. Wisst ihr's? Oh, entwäscht die andere! Na, die hätten es beide mal nötig, so wie es ausschaut. Was? Ja, ins Waschen. Wen? Dein Hemd. Ach so. Ja. Ja, was? Zuerst wollte ich mal als Fichtemoppe machen. Aber wehe, eure Kur. Fichtemoppe?
Ja, mein Gott, bist du blöd. Ja, mein alter Motorsäge, Mensch. Aber der Oberkurs ist schon ein wenig viel, oder? Meinst du nicht auch? Bin fein Conny verkleidet hier, gell? Also, naja, so auf den ersten Blick ist da nicht so viel Unterschied. Du, wenn alle noch mal noch so frech bist, dann. Ja, was dann, hä? Danke, sei, dass ich mich bald vergesse. Ja, genau. Dann werden sie alle geholfen. Pass noch, du hast aber deinen letzten Schnapper gemacht. Also Moment einmal, wie lange soll ich da jetzt noch stehen und den Schubkarren nehmen? Jetzt nimmst du immer noch den blöden Schubkarren. Ja, mein Gott, stell halt doch hier. Denn der junge Leitfuhrheit muss man alles sagen. Ja, weil ich habe andere Arbeit nämlich auch noch. Und außerdem habe ich gedacht, dass ich Krankenschwester lerne und nicht, wie man da Kartoffeln in der Gegend umeinander fährt. Wenn man das kann, dann ist es auf alle Fälle schon einmal nicht schlecht, gell? Weil dann kannst du wenigstens etwas. Ah, ich glaube, ich habe die Tür nicht zugemacht. Da muss ich noch mal rausgeschaut, gell? Ja, Michel. Servus. Und? Wo warst denn du gestern? Wir haben voll bei der Christine auf dich gewartet. Boah, ich muss dir mal was erzählen. Ich habe gestern ein Gerät kennengelernt. Ja, genau. Und das erzähl ich dir dann noch später, ne, in der Mittagspause. Was? Wie wenn du beurteilen kannst, was ein Gerät ist? Ja, genau. Also das musst du mir wirklich erzählen. Vorausgesetzt, ich bin bis dahin wieder auf meiner Station. Aber 007, du weißt schon. Naja, aber im Moment schaut es ja nicht so danach aus. Irgendwie mein Fuß. Ich weiß nicht. Und auf der ist mal eingeschlafen. Ja, leg die Ruhe nach zu und dein Messer schon tot sein. Was ist los? Ja, Mensch, Maja, wenn du schon was das langsam bist, dann du halt mal ein wenig dazu. Sonst schlaft man noch was ganz anderes ein da drin. Oh weh. Also das will ich mir nicht vorstellen, wenn du dir noch mal einschläft. Pass mal auf. Dich erwischt jetzt Arbeit, wenn Monsche bist allerweise so frech. Ja, genau, da lach ich ja. Ja, lach nur, das vergeht ihr schon noch. Ja. Also, ich muss jetzt noch auf alle Fälle durch, gell? Das hat das Trutscherl am Eingang gesagt. Was hat das Trutscherl am Eingang gesagt? Dass zum Dr. Vögele aus Station 2 durch die Psychiatrie geht. So, durch die Psychiatrie geht's, habe ich gesagt. Ja. Die Monatwissi können mir alles rausschicken, was laufen kann. Ja, den und ich... Den jetzt einmal was erzählen. Ja, und ich glaube, ich bin doch richtig. Weil der andere habe ich zumindest noch nicht gesehen. Was hast du noch kein andere gesehen? Ja, ein Psychiatrie-Mensch. Aha, und was ist noch deiner Meinung nach eine Psychiatrie? Boah, keine Ahnung, die Fremdwörter hat es bei uns früher noch nicht gegeben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Psychiatrie auf Kyrillisch Plastikplaner heißt, genau. Also muss ich jetzt da durch. Psychiatrie heißt auf Kyrillisch Plastikplaner. Mhm. Na Gott sei Dank hat das jetzt nicht der Dr. Günther gehört. Also was ist denn jetzt? Hallo, hopp, fang an. Wir werden jetzt da durch. Da. Also da kenn ich jetzt auf Fallfall nicht dadurch, ne? Weil da habe ich mir gerade frische Mauern aufgezogen. Das ist mir scheißegal, ich muss jetzt da durch, weil die Äbren nämlich nicht mehr mit haben. Weil schließlich habe ich die Kleine rausgesucht und die Große esse ich da einmal eins. Da kommt jetzt auf jeden Fall trotzdem keiner vorbei. Ausgeschlossen ist das. Ausgeschlossen, genau, das sage ich auch immer, gell, Chef? Ja. Dann kommt der A von hinten zum Dr. Vögele rein, gell? Da komm ich doch überhaupt nicht durch mit dem Schubkarren. Das ist doch viel zu eng. Ja, stell dir nicht so an. Dann trauen die zwei leichter Säcke nicht so halt schnell raus. Hopp, back A, auf geht's. Oh, hopp, back A. Was kommt denn heute noch alles? Wenn ich das alles trage, ich schau ja aus wie eine Sau. Da rennt die nicht, gell?
nicht den Neuzugang, von dem ich nicht weiß? Was heißt denn noch, von dem ich schon wieder nichts weiß? Nein, Herr Dr. Günther, der Mann da eben wollte dem Dr. Vögele nur ein Präsent bringen. Hallo, Landklinik links von der Wönnitz, Oberschwester Waldrude. Ja, einen Moment bitte. Ihre Frau. Meine Frau? Ja. Oh, sie etwas nicht drauf. Ja. Was heute? Ja, ich hole Mutter vom Bahnhof ab. Ja, natürlich. Ja, russische Wodka habe ich gekauft. Ja. Upsala, jetzt bin ich leider auf den falschen Knopf gekommen. Schwester Oberin, muss ich mich fast bedanken bei Ihnen. Wann sagt denn Sie, kommt Dame, die nicht spricht? Was? Eine Frau, die nicht mehr redet? Das wäre der Himmel auf Erden dort drin. Ja, genau, das sage ich auch immer, gell, Chef? Herr Dr. Günther, Sie haben da was falsch verstanden. Die Frau spricht schon immer. Der Mann spricht seit Kurzem nicht mehr. Ah, so wird sein. Wir sind haben momentan so Bewusstseinsstörungen. Also wann sagten Sie, komm Patient? Was auch nicht, eigentlich habe ich gesagt, sie kommen gleich. Was jetzt auch nicht, wo die bleiben? Die werden schon kommen demnächst. Nun gut, dann gehe ich noch in Kantine auf Tasse Kaffee. Sie finden mich in Kantine. Ja, ja, was soll schon sein, das schaffe ich schon allein. Ah, Schwester Oberin, meinen Sie, ich kann Kittel hier hängen lassen? Ja, ja, hängen Sie ruhig nach, da passiert nichts. Schwester Oberin, nicht, dass die laut wird vom Pole. Ja, ich weiß schon. Schwester Obere, ich vertraue Ihnen. Mein Gott, nimm halt den blöden Kiel und hänge doch nach. Sag. Schwester Obere, manchmal, ich denke, drei Viertelstunden auf meiner Couch wäre besser für Sie. Eine Dreiviertelstunde? Drei Tage wäre nicht genug. Hallo. So, und was will denn auf die Zieh? Zum Tierarztmuseum. Die da unten am Eingang hat mir hochgeschickt. So? Ja, wegen meinen sechs Katzen, die müssen alle kastriert werden. Nummer eins. Also, bei dem bin ich froh, dass ich keine Katze bin. Hey. Da muss der Koss auch machen, weil eine Mikrochirurgie führen wir noch nicht ganz. Haha, du bist ja so witzig. Ja, und ihr sechs Katzen, die sind jetzt fürs alle da drin, oder was? Nein, nein, da komme ich schon mit jeder extra. Da ist die Nummer 1 drin. Na, bravo. Jetzt kommt ihr doch mit jeder Katze extra. Also, dann werden Sie jetzt dort durch und dann kommen Sie von hinten zum Dr. Vögele rein, gell? Okay, danke. Bitte. Na, der hat seinen Kiel, der hat sich da gerade aufgehängt. Was? Ich meine, der hat seinen Kiel da nachgehängt und ist in die Kantine gegangen. Ach so, na Gott sei Dank. Aber meine Dame, da muss man fall nicht gleich so arg Strom machen, gell? Da komm ich ums Leben und weiß nicht einmal warum. Boah, ist die Kreisliche. Was will denn sie überhaupt? Ich bin doch hier richtig in der Schönheitsklinik von Dr. Obermüller, oder? Also wissen Sie, eigentlich wollte ich mich hier nur mal beraten lassen. Kommen Sie mal her. Liften wollen Sie sich bei uns lassen? Ja, das können Sie machen, gell? Ja, weil wissen Sie, mein Mann hat mir zu Weihnachten einmal Liften geschenkt, weil er mir eine Freude machen wollte. Das war aber ganz notwendiges Geschenk. Ja, also da sind Sie auf jeden Fall an der richtigen Adresse bei uns. Weil der Dr. Obermüller, der ist sozusagen eine Konifere auf diesem Gebiet. Eine Konifere? Ja, aber das ist doch ein Baum. Ein Baum? Ja, eine Konifere ist ein Nadelbaum.
der Doktor ein Nadelbaum. Und Sie sind sich auch ganz sicher, dass Sie nur einen Termin beim Doktor Obermüller brauchen. Ja, freilich, bei wem denn sonst? Ja, dann schauen wir jetzt halt einmal, ob die nur Greisli ist oder ob es ablehnt ist. Ja, also ich gehe mal zum Dr. Obermüller, welcher einen Termin und so. Und du arbeitest einmal was. Mach ich, immer. Entschuldigung. Hä? Was ist denn noch das? Ja, also was? Das ist das neue Rettungsfahrzeug, ja? Also da ist gerade ein dringender Notfall eingeliefert worden. Es ging um Leben und Tod. Nein. Ja, weil was? Da hat sie eine Frau vom Baden sowas von zerrissen. Beim Baden? Ja, beim Moorbaden. Also wie gesagt, sowas von verrissen. Die ist mit einer Seilwinde angehängt worden. Dann raus aus dem Moor. Und jetzt wird's gerade abgespritzt, ne? Dass man die Verletzungen besser sieht. Ja. Oh mein Gott, das ist ja schrecklich! Das hat auch nicht so gesund ausgeschaut. So, der Dr. Obermüller kommt gleich. Hocken Sie ja weiter nach, gell? Ah, so ein Scheißdreck! Jetzt ist der Doktor allein da! Jetzt habe ich gedacht, er macht seine Praxis schon vormittags auf! Aber scheinbar hat man das auch nicht mehr nötig, hä? So, wieder mal ein wenig umsonst. Aber der hat ja wahrscheinlich einen Termin außer Haus gehabt. Ja, genau, einen Termin außer Haus! Wenn der ganz genau weiß, dass ich irgendwann mal zu dem komme, dann kann der keinen Termin außer Haus ausmachen! Der wird schon auch noch ein andere Kälte auf die Welt bringen müssen. Nur dazu, wenn du dein kleiner Erbre bringst. Ja, was sind das schon wieder für Blitzgeschmack da von dir, hä? Ja, sag mal, was soll denn das? Hä? Hallo? Der Doktor ist nicht da. Der Doktor ist nicht da, der Doktor ist nicht da. Ja, dann gehst du heim oder wächst. Meine Fresse, ey. Schade, meine Liebe. Ja, dann wächst mir auch, ey. Ey, Schwester! Schwester! Was ist denn? Da, schau mal, der Bauplan! Ja, sie. Ja, ich verstand auch nichts. Also, hör mal da, ich hab da die ganze Zeit irgendwas mit Liften gehört. Ja? Ja. Da ist überhaupt kein einziger Lift einzeichnet. Was sollst du noch Dreck, wenn man Albert wird mal einmal drecken? Ach, die Albert feiert Tag und Nacht und schaut auch nicht aus wie eine Sau. Naja, darüber lässt sich streiten. Also, ich bleib jetzt auf alle Fälle da, bis ich die Erbe abgeben hab, gell? Schau ich gleich nochmal, ob der Doktor jetzt endlich da ist. Hast schon recht, gell? Nur nicht nachgeben bei dir. Halt doch, du die Waffel! Schwester, was fängt denn heute an? Ha! Guten Tag! Guten Tag! Mein Name ist Dr. Obermüller, kurz Dr. O genannt. Was fühlt Sie denn hierher? Nummer 1! Verstehe! Ich verstehe, wenn Sie sich in Ihrem Körper nicht mehr wohlfühlen. Aber auch das bekommen wir hin. Bis jetzt habe ich noch jedem weiblichen Wesen helfen können, wenn Sie wissen, was ich meine. Also, oder soll ich schon Frau zu Ihnen sagen? Kommen Sie doch mal in meine Praxis und dann besprechen wir alles Weitere. Es wird zwar eine gewisse Herausforderung für mich, weil so oft habe ich das natürlich auch noch nicht gemacht, aber das kriegen wir schon hin. Kommen Sie doch mal mit. Machen Sie sich am besten gleich mal frei, ne? Schwester, für den haben wir mal einen größeren Termin. Und Sie haben noch was von einer Frau vom Lüften erzählt, also... Von einer Geschlechtsumwandlung, da habe ich nichts mitgekriegt, gell? Hä, was? Eine Geschlechtsumwandlung? Was? Hey,
Besprochen. Aber Herr Dr. Obermüller, der wollte doch nur seine Katzen kastrieren. Ach so, nur die Katzen. Ja, woher soll ich das wissen, ne? Die fahrt zum Lifter, die Dr. Dippe. Jetzt muss ich mal nach dem Katzenkastrateur schauen, der ist ja vollkommen verstört. Guten Tag, mein Name ist Dr. Obermüller, kurz Dr. O genannt. Schreck, Elfriede, Schreck. Angenehm. Oh, welch ein neues Objekt. Ich werde es perfektionieren. Ein Ganzes daraus machen. Sie werden als neuer Mensch vor Ihnen stehen und sagen, welch ein Kunstwerk. Meinen Sie, Herr Doktor? Ja, aber natürlich, gnädige Frau. Kommen Sie doch mal in meine Praxis und wir besprechen alles Weitere. Fangen wir wohl damit an. Also, solange wir da sind, hat er das nur zu jedem gesagt, gell? Ja, ja genau, Chef, gell? Das habe ich auch immer gehört. Ja, erzählst du aber auch mal dein Schlattel, gell? Aber wirklich rauskommen ist noch nie was Gescheites dabei. Ja, also, Kunst ist ja bekanntlich Geschmackssache, gell? Ja. Ja, bitte? Ja, hey Doktor, komm mal her, ihr habt da mal eine Frau. Ja, bitte? Ja, und zwar, ihr habt da am Aso, ja, wie habe ich sie gesagt, Objekt sitzen. Ich glaube zwar nicht, dass da noch was zum Richten ist, aber kennt ihr sie mal alle vielleicht nur sich mal so ganz kurz angeschaut? Weil, wenn Budero noch was dazu rausholen ist, ja, dann soll es bei uns auch möglich sein. Ja, aber selbstverständlich versuche ich, was ich kann. Kommen Sie doch mit Ihrer Frau einfach mal in meiner Praxis vorbei und dann schaue ich sie mir mal an. Das passt. Ja, dann habe ich aber da noch mit der Frau. Ja. Weil, immer, bis ich die da wieder gekriegt habe, das dauert schon ein wenig, glaube ich. Ja. Und kann ich mal für die Zeit dann schon, weil so eine fertige Frage jetzt nicht haben mehr. Was schon, für die Eltern und so. Ja, vor allem für uns so, gell? Ach, muss ich auch schauen. Ja, wie gesagt, ne? Was Junges wären wir doch natürlich am allerliebsten. Ja, und wenn's unbedingt sein muss, ja, dann tausch mal zum Schluss wieder, ne? Ja, also Geld deswegen geht, dann bring ich meine Hasen vor mir. Aber tausche, dann nichts mehr, gell? Also, meine Herren, Sie wissen ja, Unmögliches wird bei uns möglich gemacht. Aber Wunder dauern halt einfach ein bisschen länger, gell? So ein Schmarre. Was? Siehst du das? Ich hab sowas nicht nötig. Ha! Ich will von da zu da schenne. Ich freu mich schon so auf morgen. Ja, alles klar. Also, ich gang mal ab und hol mal Frage, gell? Weil in solche Fälle darfst du keine Zeit verlieren. Schau bloß, dass du deinen Schubkarabin nimmst. Der kann unmöglich länger da standen bleiben. Ja, da wird es ein bisschen wieder kommen, gell? Ah, halt! Und auf mein Emra aufpassen. Ganz wichtig. Also dort drin, wenn man komplett den Schaden kriegt, dann weiß ich auch nicht. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich mit meinen Emra weiterkomme. Weil für laute Emra und Katze kommt mir dazu gar nichts. Oh, Buhe, jetzt pass mal auf, was ich jetzt mach mit dir da, ey. Mahlzeit! Also komm, auf, Buhe! Gammeln die Kantine und trinken eins, zwei, oder? Aber Chef, der Alkohol! Ach ja, der Alkohol!
Bis Nachmittag ist der wieder weg. Der Alkohol schon, aber die Blödheit, die bleibt halt. Hey Chef, hast du eigentlich schon mal gehört, dass im Bier weibliche Hormone sind? Hä, na, warum das? Ja doch, das stimmt. Weil immer wenn du 3 bis 4 Bier drum hast, kannst du immer mal Auto fahren. Dann wird nur blöd, zeig dir hier. Also ich glaube, lang halt ich das da drin nicht mehr aus. Das muss ich doch mal kaufen, armer Mensch. Das Skelett müssen wir wenigstens säubern. Der Doktor, der soll dir jetzt untersuchen und dann wissen wir gleich, was mit dir los ist, gell? Mei, oh mei, die ist ja noch kränker wie du. Also da gibt es ja auf jeden Fall doch sehr gute Gegner. Muge! Ich hab dir das schon 100 Mal gesagt! Und jetzt sag ich's dir zum 3. Mal! Du sollst ja nicht mehr Muge zu mir sagen, Herrschaft! Mei, ja, mei! Muge! Und schau nicht so saublöd! Mei, ja, mei, wie schaut denn da eigentlich aus, hä? Was? Wie bei der Horten Donne, hä? Sag mal, komm da einer mal rein, Leute! Ja, ja, ich bin ja schon da! Was ist denn? Ha? Mei, Mädler, wo hast du dein Zimmer her? Ich glaube, ich bring die doch mal nach. Ich bin nicht in mein Zimmer! Jo, das ist besser so, hopp! Auf! Na, oh, jetzt komm, jetzt schauen wir mal nach einer Schwester und dann kriegen wir den schon an jetzt vor. Hä? Und du wirst gerne, ich bin gleich wieder da. Oh. Endlich ist das Weib fucht. Die wünsche ich meinem schlimmsten Feind nicht. Jetzt schauen wir halt mal, wie weit ich mit meiner Taktik komme, gell? Weil die meinen ja tatsächlich, dass ich nicht mehr reden kann. Ja, und für mich hat das natürlich immense Vorteile. Sachenlässer brauche ich mir nichts mehr, weil die meinen ja sowieso, dass ich es nicht verstand. Und das Allerbeste ist, ich brauche keine Antwort mehr geben auf ihr Blitzquaff. Ich bin halt ein Fuchs. So, nun muss ich mal schauen nach Baufortschritt auf Baustelle. Oh, blöd, wie schaut hier aus? Oberschwender hat schon recht, werde niemals fertig werden bis große Eimer im Pfeil. So, das hätten wir geschafft. Mei, ja, mei, die haben jetzt in irgendein Zimmer reingeschoben. Die tut wie ein Flieger dorthin. Aber das ist zweifellos besser so versehen. Stell dir noch vor, wie wir irgendwo nachgerät und dann hättest du mich hergefunden. Na, also die, wenn mich nicht gehabt hätte. Ah, wen haben wir da? Sie müssen wohl Neuzugang sein, von dem ich gehört habe. Neuzugang hin oder her, das kann doch dir vollkommen wurscht sein! Entschuldigen Sie, was meinen Sie? Ja, dass du die nicht in Zeit einmischen sollst, die dich erstens nichts angehen und von denen du zweitens keine Ahnung hast. Entschuldigung, junge Frau, konnte ich Ihnen nicht folgen? Ja, folgen, folgen und folgen braucht man schon gleich gar keiner. Weil ich bin schon ganz verloren, was? Und ich konnte drum gebeten, oder?
Komisch, das müssen andere Patienten gewesen sein, die bei Oberschwester angerufen haben. Eine kurze Frage. Mir scheint es ja, es handelt sich um dringenden Fall. Ja, dringender Fall. Das ist ja wohl ein dringender Fall. Aber den bespricht der Doktor mit mir und sonst mit niemand. Und seit wann fühlen sich eigentlich so ein Bauarbeiter als ein Nervendoktor auf, hä? Hör zu, mein Mann, der ist schwer krank und der braucht jetzt nicht nur so ein blödes Gewarf. Also gang an der Erbe und hol fertig schon Doktor. Junge Frau, bekommen wir schon in den Griff. Sicherlich. Bis jetzt konnte ich helfen. Jedem. Aha. Ja, ja. Käufer habe ich bis jetzt auch noch hin. Und zwar im Schurnei. Ja, und du kriegst ja nicht mehr so saublöd, Herrschaft. Muge. Fang nicht schon wieder an, sonst, gell? Ja? Nummer zwei. Mein Gott, das bin aber alle dort drin. So, jetzt kommen wir mal da rein, gell? Jetzt schauen wir gleich mal, was der Doktor für uns machen kann, gell? Ah ja, besser gesagt für dich. Weil ich bin ja schon von Natur aus schick, gell? Also, da hockst du jetzt hier und hältst deine Klappe, gell? Aber ich sag doch nichts. Ja, und es ist auch besser so. Hallo? Also, hier war das Essen so, gell? Du musst doch wachen. Ja? Ja, das sehe ich, dass es bei Ihnen auch ganz dringend ein Notfall ist. Wie sieht man auch das, hä? Ja, da brauche ich dich doch bloß anschauen. Mich? Auf alle Fälle ist es wesentlich dringender wie bei uns. Aber ob man da noch was richten kann? Ja, was sagst du jetzt also, Pauli, hä? Gnädige Frau, jetzt wäre ja alles klar. Beginnen wir mit den ersten Schritten, wie soeben besprochen. Ja, Dr. Obermüller, aber darf ich Dr. O sagen? Aber natürlich, das ist mir doch eine Ehre. Ja, Doktor, übrigens, gell? Das Material habe ich selber mitgebracht, weil... wo man sparen kann, ne? Ja, ja, ist schon recht, gell? Nur, dass es klar ist, gell? Wir waren als erstes da. Die dort, die Mäser wachte. Ja, ja, ja. Ist schon recht. Aber darum kann ich mich nicht auch noch kümmern, gell? Weil die Anmeldungen, die macht die Oberschwester Waldbude. Ich hab da nichts damit zu tun. Boah. Weil die auch jetzt das aber nicht bewerten können, oder? Boah, weil so wie du ausschaust. Und wenn du ein Rock wärst, dann wird's schon im Kaufhaus bei die Falter gehängen. Sag einmal, schließlich werden die Eingriffe ja noch gemacht, mein Gott! Konnte nicht mehr. Wie immer aus geht's dazu, Mensch? Ja, du! Du lässt jetzt große Maulrichter, oder? Wenn jetzt nur ein Wort sagst, dann hämmern bei deinen Erden die Gräschte frei, gell? Ja, was ist denn? Ach ja, der Herr, was haben Sie jetzt eigentlich gemeint mit dem Material, das Sie selber mitbringen wollten? Ja, da, ihr riecht ja mal schon an. Weil davon brauchen Sie ganz schön viel. Ja, was ist das, um Gottes Willen? Das ist der Sanierputz. Das soll dann hier für alle drei reichen, gell? Oberschwester Oberes sein, brauchen unbedingt für Aufnahme von Patienten.
Ja, dann schalte ich halt aber alles auf. Die wird mein Spiel dann schon lesen können. Nun, dann fangen wir an. Irgendwo muss ja sein. Wird schon kommen, wenn da ist. Also, Herr Doktor, dann lass es mir mal erklären, wie das da gerade zustande gekommen ist. Das war nämlich so, dass ich halt... Marina! Setzen Sie mal. Verena, bitte notieren. Bei Erkrankung vom Patienten handelt es sich von Fall von Schreckpsychose. Patient durchlebt traumatisches Ereignis, das zu Verstummung führte. Traumatisches Ereignis besteht in unmittelbarem Zusammenhang mit Ehefrau. Mugel, Mugel! Jetzt fang jetzt mal wieder an, sonst! Marina! Ruhe jetzt, ich steig grad! Ja, genau! Weil ich mir von so einer kleinen Göre sagen lasse, weil ich ruhig zu sein habe, oder was? Setz dich jetzt nach! Frau Meier! Wenn Sie nicht augenblicklich ruhig sind, behandle ich Garten hinter verschlossene Tür und Sie werden nie erfahren, was man fehlt. Hihi! Und das sind wohl Werke von Ihnen? Ja, Herr Doktor! Und Sie glauben ja nicht, der will andauern was anderes! Marina! Ja, setzen! Ruhe, Bier, Hunger, Bier, Dali, ja, Bier, komisch, Ruhe, Fernsehen, Fußball, Bier, Sex. Haha, gute Witz. Da wissen Sie was, aber was dafür, gell? Frau Meier, und Bier? Sei doch jedes Tode, wird es immer nur Bier, Bier, Bier. Der Mann ist mir sympathisch. Sag mal, was glaubst du eigentlich, was mir jeden Monat für Bierrechnungen bereit? Da könnte ich mir sonst was drum kaufen. Glaub ich gleich. Aber wenn sie meine Frau wäre, dann stand da noch was ganz anderes auf der Liste. Was soll denn das jetzt Hose, hä? Marina! Ja, Fall ist bedenklich, doch nicht hoffnungslos. Müsse nur überlegen, richtige Behandlungsmethode. Und Herr Meier kann bestimmt teilnehmen an normalen Leben. Ja, damit hat Zeit, weil die ganze Erbe bleibt an mir hängen daheim. Und Frau Meier... Mogel weg. Und Frau Meier, vor allem muss Umfeld neu eingestellt werden von Herrn Meier. Herr Meier brauchen... absolute Ruhe und keine Stress. Nummer 3. Mein Gott, der riecht wie was auf. Ah, oh, ja. Was? Was soll denn bei meiner Frau nun die Operation bringen? Nein, bitte. Wenn die Vorbesprechung dort schon so lang dauert. Muss ich mal den Doktor noch fragen? Ja, bitte? Ja, Meister! Wie schaut's denn aus? Ist noch was zum Retten? Oder ist schon alles zu spät? Ja, also ich bin gerade noch mit einer anderen Patientin beschäftigt. Aber das mit ihrer Frau, das kriegen wir schon hin. Das wird zwar nicht ganz so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe, aber das schaffen wir schon. Ja, das habe ich auch gewusst. und ihr habt da gerade was gesehen? Schaut mal, so wäre es doch ganz schön, oder? Also, ein Rauchattacke kann ich aus Ihrer Frau nicht machen, gell? Oh, das war die falsche Zeit.
Das wollte ich Ihnen doch zeigen. Gell, weil die Kress passt ja schon. Ja, ja, aber das ist schon das Einzige. Naja, warten Sie ab. Sie werden begeistert sein, ja? Ja, das will ich ja hoffen. Weil sonst gibt's kein Geld, gell? Das sage ich Ihnen gleich. Ja, ja. Herr Kollege, haben Sie die Oberschwester Waldrude gesehen? Nein, Schwester Obere ich schon lange nicht gesehen. Keine Ahnung. Oh Mann, ja, wenn Sie es... Wenn Sie es sehen, dann schicken Sie es bitte zu mir, weil ich brauche die nämlich ganz dringend, gell? Na, sicherlich. Sag ihm B. B. Hey. Weißt du, was übrigens allergescheitste für dich wäre? Auch mal so Generalüberholung. Weil so wie du ausschaust. Boah. Ihr geht jetzt auf meine Bohr. Na, B. Ja? Was, was für dich eher am allergescheitste wäre? Muss man auch, wenn du eine Schildkröte wärst. Weil da musst du mit deinem Körper schon nämlich außer Haus. Ja, Mahlzeit miteinander. Ja, genau, das sag ich auch immer. Mahlzeit miteinander. Ja, auf geht's, Bu, jetzt hauen wir mal den Gau auf den Putz, ne? Dass mir da fertig wird bis zu der komischen Einweihung. Oh, tut mir leid, Michel, aber ich hab's echt nicht mehr in die Kantine geschafft. So einen Stress hab ich dauernd. Ja, Mensch, und ich hab gedacht, ich sehe hier mal ein paar Schnecken oder so. Aber die schauen ja alle schlimmer aus als vorher, wenn sie wieder rauskommen. Ja, da hast recht. Da siehst du mal, was ich mir den ganzen Tag anschauen muss. Das ist für auch kein Vergnügen. Ja, das glaube ich dir. Entschuldigen bitte, Sie waren doch vorhin in Kantine. Ja, schon. Ist das verboten oder was? Nein, verboten nicht, aber haben gesehen, obere Schwester. Die schächt auch, wo du immer rumrennt, oder was? Na, also die wäre mir bestimmt aufgefallen. Hey, Stift, jetzt tun wir da nicht so ratschen, hopp. Wollen wir noch mit zwei Arme Zement? Weil der langt uns eh nicht, weißt, dass wir da weitermachen können. Ja, geht in Ordnung, Chef. Ja, wartet, geh mit. Mein Gott, doch geht's ja zu wie im Affenhaus. Ja, muss ich Frau leider recht geben von Herrn Meier. Sehen schon, Behandlungserfolg von Herrn Meier will du einstellen, wenn absolute Ruhe hat. Mugel? Weg. Ja, Herr Doktor, habe ich das gehört? Weg? Das Wort hat er bis jetzt bei mir noch nicht ausgebracht. Ja, Frau Meier, würde ich vorschlagen lassen, Gatte zur Beobachtung ein paar Tage hier im Krankenhaus. Somit kann das Problem schneller gelöst werden. Ja, von mir aus, los ist denn da, ist mir recht. Ah, Frau Meier, würde ich sagen, richte noch, wie sagen, Unterhosen und T-Shirt für Krankenhausaufenthalt. Ja, kann ich machen. Bring ihn dann vorbei für Herrn Meier. Also, bin ich bloß nicht auf, gell, das sag ich dir. Sag mal, wie hockst du eigentlich da, hä? Wie der Louis, der Affenkönig. Also, ich halte jetzt mal einen Schlafanzug und einen aus. Vorausgesetzt natürlich, ich finde noch saubere, gell? Da draußen, da sind jemand, aber so falsch, da rollt es einem ja die Zehennägel auf. Draußen sind jemand? Wo? Im ersten Zimmer, gleich neben der Schwingtür. Im ersten Zimmer gleich neben der Schwingtür. Komisch, da ist doch Sektkammer. Sektkammer? Sektkammer mit K, meine Herren. Komisch, seit wann schreibt man Sex mit K? Sie bleiben mal sitzen in Schubkarre. Nicht wegfahren, aber Kohle gut gemacht. Reifen weggeschraubt. Ich muss ihn mal was schrauben. Hab ich so Verdacht, komm ich gleich wieder. Hä? Hey Männer, wollt ihr mal was trinken?
sind doch alle fort. Na, sag einmal, ich hab denkt, du kannst nicht reden. Ja, ich freu dich, du her, trinken ist immer gut, gell? Ja, und jetzt erzählst du uns einmal, was ist da wird, gell? Selbst mag schon auf stumm und jetzt auf einmal. Starkes Zeichen schon den. Ja, wisst ihr, wenn ihr auch so einen Drache da hättet wie ich, dann hättet ihr auch nach dem letzten Strohhalm greifen, um wenigstens einmal ein paar Tage vor daheim wegzukommen. Ja, das glaube ich dir gleich. Ja, ich sag's euch doch. Die kommentiert mich umeinander. Den ganzen Tag. Gardona, mach das, hol mir das. Manchmal, da kommt mir vor wie so ein Tanzbär. Ja, das geht doch nicht. Aber jetzt langt's mir. Jetzt langt's mir. Jetzt ist Schluss. Ja, und was willst du denn jetzt machen? Naja, jetzt bin ich ja schon mal da. Und jetzt tue ich einfach so lange dazu, bis mir der Doktor eine Kur verschreibt. Also, das ist eine gute Idee. Ja, und auf der Kur, da lässt sich dann einmal so richtig die Puppen tanzen. Also, gell, da sagst du mir Bescheid, dann kann ich mitfallen, ne? Das machen wir. Ja. Also, ihr an deiner Stelle würde jetzt da vorher schon mal uns draufsetzen, gell? Weil sonst kommt vor der Kur an und der Zirkus geht weiter. Dann hat er jetzt gar nichts gebraucht. Ja, da hat er eigentlich schon recht, gell? Ja, lass doch da mal die Puppen tanzen, ey. Du hast vorhin gesagt, du guckst da wie König Louis, der Affenkönig. Ja, sowas sagt die öfter zu mir. Ja, Mensch, begreifst du's nicht? Dann sei halt einmal der König. Ja, wie wohnst du denn jetzt das? Also, ihr zwei kennt doch das Schulbuch, oder? Ja, freilich. Ja, und da gibt's auch einen König. Ein König vom Appelland. Und vor dem haben sie doch alle Angst. Ja. Das ist es. Angst muss ich vor dir haben. Angst. Ja. Nichts anderes. Ja, aber ihr habt doch meine selber erlebt. Meinst du, die hat vor irgendwas jemals schon mal Angst gehabt? Das Einzige ist vielleicht, wenn sie in der Früh in den Spiegel reinschaut. Ja, dann musst du es halt so weit bringen, dass irgendwie reinschaut oder was. Ja, aber wie soll ich denn das machen? Was, was? Das lässt mal nur unser Sorg sein. Das kriegen wir schon irgendwie nach. Pappen Sie sich hier einen Moment hin, ich hol Sie dann gleich wieder, gell? Ja, Claudia! Willst du's? Na, hier hat was ganz anderes angeht, oder? Und so ein ja, komisches Gestell hat's auch nicht dabei gehabt. Stimmt! Da hast du recht! Was sagst du? Ich verstand dich nicht! Nummer 4! So, schauen wir mal, wo wir das Messer ansetzen können. Ob ich dir halt einmal dazu stelle, wenn du mich alles allein schleppen lässt? Oh ja, ich hab halt gedacht, ich war einmal ein bisschen eine Kleinigkeit für dich. Ja, Kleinigkeit. Ja, Kleinigkeit. Und außerdem kannst du mit zwei Eimerli viel, viel besser die Balance halten. Eimerli, ich glaube, ich spinne. Eimerli ist wohl besser. Oh Gott, der Ton! Jetzt beruhig dich halt wieder, das ist doch bloßer Verband. Schau an, ich zeig's dir. Ach so, und ich denke, das bleibt so. Ich schau dann später wohl viel besser aus. Ja, wollen wir es mal hoffen. Mal schlimmer, das geht ja fast schlimmi. Aber wenn der Doktor fertig ist, dann schau die aus wie die Fische. Hä? Wie was für ein Fisch? Ja, um Gottes Willen, da ist ja mein Weib. Ja, schau her. Ja, schau mal, was meinst du? Ja, wie was, Moni? Was soll denn die Fahrer da in dein Gesicht? Da hat der Doc angezeichnet, was alles zum Richten ist. Oh Gott. Nicht, dass du vielleicht noch ein rauer Dackel wirst, gell?
Ja, Prost, Mahlzeit. Das alles wird jetzt bei dir, Richter. Oh, lieber Gott, da reicht mein Ränder nicht dafür aus. Das hältst du ja nicht aus, dort denn. Jetzt muss ich erst mal ein Bier trinken. Hey, wo gang ich am besten an, wenn ich ein Bier trinken will? Ja, also das in der Kantine, das ist gut, da habe ich schon ein paar Maß gezogen, gell? Alles klar, dann gang ich jetzt danach. Weil sonst gehst du noch ein, dort denn. Ich hab mir denken können. Morgen kommt das Dunkelicht auf. Wir klatschen zusammen von deiner Strahlen. Schwester Obere, bitte beruhigen. Ich? Ich bin die Ruhe selbst. Na. Also unter Ruhe verstand ich was anderes. Ey, die ist aber ganz schön voll, oder? Ja, ich weiß auch nicht, wie passiert ist. Obere Schwester war eingesperrt in Sektkammer und hat sich vergriffen an ganze Geschenke. Ausgesagt habe ich's, hä? Oder was hast du gemacht? Oberschwester, bitte! Danke! Oh! Kann man nicht mehr operieren. Geh, runter mal da! Bald ist auch verdreht. Illi Billi hotten totten din dan bin bon dade. Besser, ja, immer. Liebe der obere Schwester, immer nur Glück. Magst du mal? Hey, schau mir nicht alles weg. Mein heißes Gewehr hast du noch! Ja, Beide! Obere Schwester, saufen zu viel. Müssen wir den Gerüchte schieben? Und russische Wodka am nächsten Tag immer gut. Pass auf! 5, 4, 3, 2, 1. Hey, 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 hey! Wir fahren nicht langsam, sondern schnell! Wir sind die Männer mit einem anderen Job! Wir fahren nicht die Welt! Also, Estilo, meinst du, das klappt jetzt mit deinem Plan? Ja, freilich. Das haben wir doch schon besprochen, oder? Deine Frau, die muss einfach mal wieder richtig Respekt vor dir haben. Was? Dass er dich wieder für voll nimmt. Ah ja, voll. Für voll nimmst du mir öfter. Na, nicht so voll. Ernst, meine ich mit voll. Ernst. Verstehst du das, Eri? Ja, schon, aber wie soll ich es denn machen? Das haben wir doch schon besprochen, oder? Deine Frau sagt immer, dass du der Luis bist, oder? Ja, das stimmt. Ja, also, dann bist jetzt halt mal da der Luis, der Affenkönig. Und alle anderen müssen nach deiner Pfeife tanzen. Weil sonst wirst du nicht mehr gesund. Kapier? Ja, also Dilo, du bist schon ein hochintelligenter Mensch. Ja, das weiß ich doch. Also gell, wenn der Doktor kommt, dann sag ich, dass du unter allen Umständen den Affentanz sehen willst. Aha. Ja, aber Dilo, was denn jetzt für ein Affentanz? Ja, abwarten. Abwarten. Oh Gott. Ich hab gar nicht gewusst,
dass ein einzelner Kopf so Wertung kann. Ja, wenn man das Saufen nicht kann, gell, ja. So, wir gehen jetzt zum Röntgen und dann kann der Verband schon runter, gell? Ja, Oberschwester, was ist mit Ihnen passiert? Oh. Wissen Sie, was Sie trinken müssen, damit Sie 0,5 Promille haben? Was denn? 3 Tage lang gar nichts. Auf das Schmarrn kann ich bereit verzichten, gell? So, meine Nummer 5. Und wenn du mit der Nummer 50 kommst, dann ist mir das auch wurscht. Bist du besoffen, hä? Schwester! Schwester! Sag mal, was gibt's denn auf Mod im Effekt? Ja, im Affektmonster. Lebenslänglich, glaube ich, gell, Chef? Das ohne sag ich dir. Ruhe! Gang mal bitte in die Kantine und hol eine Flasche Bier. Weil sonst kann ich halt für gar nichts garantieren. Ja. Wenn du so weitermachst, dann riskiere ich noch mal. Ja, aber geh gleich und hol gleich 2 Flaschen, gell? So, okay. Ja. Schwester? Was ist denn? Wir bräuchten mal den Psychodoktor. Ja, das habe ich mir gleich beim ersten Mal gedacht, wie ich dich gesehen habe. Dass mit dir was nicht stimmen kann. Nein, nicht für mich. Was ist schon da? Für den Erich. Was weiß denn ich, wo der ist? Such den doch selber und lass mir mal Ruhe. Ja, bin ich jetzt doch die Krankenschwester oder was? Hä? Das ist auch nicht das, sag ich dir, gell? Ja, was denn? Und das andere, das sag ich dir morgen. Also jetzt noch einmal, Dilo. Was für ein Affedanz wird jetzt da aufgeführt? Ja, also zuerst brauchst du mal eine Krone auf deinen Kopf auf. Was brauche ich? Eine Krone? Ja, ist doch logisch. Als König brauchst du eine Krone. Aha, ja. Und jetzt? Ja, das haben wir doch schon besprochen, oder? Du kennst doch das Dschungelbuch. Ah, ja. Und den Balu auch? Was? Wen soll ich kennen? Ja. Den Balu? Ja. Ich kenn keinen Balu. Ja, was soll da? Den Bären da? Ja, genau. Den Bär soll ich machen. Und dann der Schießensmänner. Wie im Bruno damals. Na, jetzt nicht dich. Also pass auf. Ich mag's dir mal vor, okay? Mhm. Also. Ich bin der König in Affenland. Der größte Klettermax spricht ohne Hass, von Ast zu Ast, das ist für Sport ein Klacks. Ich möchte lieber auch Mensch sein und springen durch die Stadt. Ich aber das Affenleben hier satt. Oh, schon wieder, bin so schön wie du. Ja, habe die Ehre. Ja, sag mal, willst du den Zirkus auf oder was? Ah, was? Die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn, die ist genau zwischen Gerfing und Wittelshoff. Und unser Dilo, der wohnt jetzt schon langsam in Wittelshoff. Ja, genau. Das ist jetzt der Danke für, dass ich dir helfen will, oder was? Ach, mach doch deinen scheiße Lodo! Ach, Dilo. So wird es doch jetzt gar nicht wollen. Hopp, trink ja mal nochmal einen Schluck, hä? Ja, okay. Hopp, jetzt sauf nicht so viel und gib mir doch einmal die Nahrung, gell? Und dann sagst du, was ist da, was? Ja, gell, pass auf. Du musst abhängig machen, weil sonst klappt das dann nicht. Sie haben nach mir rufen lassen. Geht Ihnen nicht gut? Na, überhaupt nicht. Also, ich meine, mir schon, aber... Herr Doktor,
Ja, was meinen Sie, was gerade passiert ist mit dem? Ich habe keine Ahnung. Ja, der Erich, der hat gerade geredet. Klar und deutlich frei. Mir wird es ganz genau gehört. Ja, ich hab das ganz genau gehört. Was hat Erich gesagt? Ja, was hat er gesagt? Ich weiß es nicht. Ja, der glaubt doch tatsächlich, dass er der Louis der Affenkönig ist, ne? Weil seine Frau hat das ja die ganze Zeit eingeredet. Und Etza will unter allen Umständen den Affentanz zum Affenfest sehen. König Louis! Ja? Zum Affenfest Affentanz! So hat er es gesagt. Das leuchtet mir rein! Ja, weil sonst hat er gesagt, will sie ein anderes Weible suchen und in ein anderes Revier ziehen. Und da ziehe ich dann auch gleich mit. Ja, und was meinen Sie, was besser wäre für den Herrn Meier? Haben Ahnung? Ja, also meiner Meinung nach wäre es am gescheitsten, wenn er sich andere Frau sucht, gell? Ja, aber das sind genau Symptome von Krankheit. Müssen wir dranbleiben, sonst kann fatale Folgen haben für den Herrn Meier. Illi Billi, hotten dotten din dan didel dadel. Sehen. Schwester Obere, bitte kommen, rufe bitte Frau Meier, soll sofort kommen in Praxis. Wenn Frau Meier da sein, bitte Sie mich holen. Ja, sag mal, stimmt denn mit dem noch alles? Landklinik links von der Rönnitz, Oberschwester Waldrude, bin ich doch richtig bei Familie Meier? Ja, Sie sollen bitte so schnell als möglich, das heißt also sofort in die Klinik kommen, wegen dem Affentanz, ne? Was? Die fragt, ob ich blöd bin, was sag ich jetzt da? Naja, also immer bei der Wahrheit bleiben, gell? Also, hört doch mal zu, wenn Sie wollen, dass Ihr Mann wieder gesund wird, dann kommen Sie jetzt mit propellerartigen Arm- und Beinbewegungen hierher, ja? Verstanden? So eine Frechheit, so eine Frage zu stellen. Donnerwetter, ey, das war jetzt mal eine Ansage. Ah, Oberschwester, da sind Sie ja bitte. Wo waren Sie denn gestern den ganzen Tag? Ich hab Sie falsch schon die ganze Zeit gesucht, gell? Ja, saufen war sie, saufen. Voll saufen. Aber Oberschwester, Sie wissen doch, dass durch zu viel Alkoholgenuss man frühzeitig altert. Boah. Ja, also dann wär's gescheit, wenn Sie jetzt schon mit 15 aufgehört damit. Halt doch du die Klappe! Herr Dr. Obermüller, in dem Moment war mir das sowas von egal, weil ich habe mir gedacht, ich bin ja eh keiner mehr. Ja, das ist schon gut. Dann werden wir das Kunstwerk enthüllen, meine Herren. Und Sie werden ganz, ganz erstaunen, gell? Ja, das glaube ich auch. Ah, ja, um Gottes Willen, da ist ja mein Weib, ja, da ist noch mehr. Gell? Ihr habt da extra wenn mehr in deinen Koffer reinpackt, dass du ein länger da bleiben kannst. Hey, und Doktor, du denkst ja mal Austauschfrage, gell? Ja, ja, immer ein Schatz auf den Lippen, gell? Herr Schatz, das ist mein voller Ernst. Ja, ja. Schließlich habe ich jetzt Bett umsonst vorhin frisch überzogen, ne? Du bringst das sowieso nicht zusammen. Ja, ja, ist schon cool. Austauschfrage. Ja, gell, die verstehen wir mir so schlecht da. Ja. Sag mal, wo bleiben jetzt die eigentlich mit meinem Bier? Das kann ja nicht sein. Mann. Weißt du was? Ich schau mal nach, wo der bleibt. Und vielleicht hol ich mal gleich was mit. Weil das hält ja nicht aus, so denn. Ja. Ja, eine Sekunde noch. Dann kann die andere Dame auch mal mitkommen.
geht's. Was? Ich verstand bloß Bahnhof. Na, Tata, das hätte ich mal ja gleich denken können. Die Welt ist schlecht. So, Verena, können Sie bitte die zwei Damen aufwickeln und zur Abschlussbesprechung vorbereiten? Ja. So, meine Damen, auf los geht's los. So, so, Vicky, was ist denn los? Um Gottes Willen, haltet mir diese Frau vom Leib. Aber Oberschwester, was ist denn jetzt los? War es doch ein wenig zu viel Alkohol gestern, hä? Oberschwester! Naja, Oberschwester. Warum Oberschwester? Die hat doch einen an der Glatsche. Was hab ich? Und an der Glatsche? Welcher Ihnen hab ich gestern ein fetzer Rauschgeld, ja? Und heute hab ich Kopfweh ohne Ende. Ja, aber da kann ich doch nichts dafür. Na, da können Sie ja gar nichts dafür, genau. Wer hat den eingesperrt, hä? Sie war das. Ja, aber ich kann doch nicht wissen, dass Sie auch noch ein Alkoholproblem haben. Ich hab kein Alkoholproblem. Nur wenn ich noch länger da arbeiten muss, dann hab ich bestimmt verloren. Ja, sag mal, was ist denn eigentlich mit dir, hä? Wegen dir hätte ich mich fast errennt. Was hast denn du da für ein Ding auf dem Kopf? Mugel! Fang nicht schon wieder an, sonst! Nicht auf den Kopf, gell? Weil das ist doch der König! So, Nummer 6. Ja, schleicht, ihr habt andere Probleme! Was soll der sein? Ja, der König! Ah, Frau Meier! Gut, dass Sie da sind. Müssen Mut von Ihren Karten unbedingt erfüllen, weil ich denke, wir haben bald geschafft. Was für ein Wunsch, hä? Herr Meier wünscht sich Affentanz aus Dschungelbuch, König Louis, und zwar von Ihnen. Was will der von mir? Ja, das hat er uns vorhin in einem lichten Moment erzählt, ne? Dass er sei Weible, also das, was du da darstellst, und andere auch noch tanzen sehen will. Ich hab doch nicht alle Tassen im Schrank. Frau Meier, wir dürfen Behandlungserfolg von Herrn Meier auf gar keinen Fall in Frage stellen. Kann fatale Folgen haben. Frau Meier, ich habe eine Idee. Komme gleich wieder, hab ich was vergessen. Ja, also doch, du warten Sie mal. Was soll ich jetzt machen? So, jetzt sind wir wieder da. Ja, das sehe ich. Was bringe ich da alles mit, sag mal? Ja, aber Chef, du hast gesagt, ich soll zwei Fässer holen. Deswegen hat es jetzt auch ein wenig gedauert, ne? Weil der hat nämlich bloß eins da. Aber jetzt bin ich ja da. Ja, das sehe ich. Sag mal, also du musst doch auch mit die Ohrenwatscheli haben, oder? Wie soll ich das jetzt da trinken? Aus dem Fass oder was? Mugel! Ja, nix da, Mugel! Los, tausch die zwei Fässer wieder um und bring zwei Flaschen. Verstanden? Zwei Flaschen. Mann, drei. Bringst gleich drei mit mir, gell? Ach Mann, jetzt hab ich mir doch gleich gedacht, dass irgendwas nicht passt. Was klappt jetzt wohl, du was aus meinem Haselzahn wird? Und Seide. Wenn der eine gescheite Erbe gemacht hat, dann kann er meine Frage einfalten, gell? Wäre ich gescheite wahrscheinlich. Da hast du recht, ne? Und Geld kriegt er auch nicht. Weil seine Versprechungen hält er auch nicht ein. Von wegen Austauschfrau und so. Mei, du denkst aber auch nur an die Weiber, oder?
Musst du dein Doll kommen? So, meine Herren, was sagen Sie? So, mein Herr, was sagst du? Um Gottes Willen, eine Schelle Geld! Wir haben auch schon ein Formular ausgefüllt für Deutschland sucht das Senioren-Supermodel. Dr. O wird es wegschicken. Also, tschüssi Claudia! Tschüssi Elfriede! Supermodel? Ja, genau! Supermodel wird eh passen! Ja. Georg, warum sagst du denn nichts? Gefalle ich dir denn nicht? Ja, doch, doch, schon. Aber es ist halt nur das schöne... Gesichter, wolltest du sagen. Ja, Gesichter, genau. Na, Geld wollte ich sagen. Geld. Was hast du denn dauernd mit deinem schönen Geld? Rausgeschmissen. So ein Fenster rausgeschmissen. Und nicht, und da habe ich Aussagsfragen für gekriegt. Das ist so alles beschissen dort drin. Austauschfrau, bist mit mir nicht fertig, du Schlappschwanz. Kommst du, dann hast du ja das Bett schon frisch überzogen. Ja, ich komme dann schon irgendwann heim. Muss nur noch auf meinen Schubkern warten. Du Schlappschwanz! Halt's Maul! Nur weil deine Frau nicht mehr 5000 Euro Plastik in der Fresse hat und man sieht's nicht einmal! Merkst du was? Alles richtig gemacht! Also, was soll ich jetzt machen? Ja, bist du immer noch da? Also, pass auf! Ich mag's noch vor und dann mag's noch, okay? Schubidum, sind so schön wie du. Sag, das war die letzte. Schön wie du. Mein Gott, aber jetzt haben wir Schlimme hier drin. Schön wie du. Muggel, auch. Ja, du Spitzschwein, ich stimmt nicht. Oh, Gott, das ist... Ah. Oh, die Ex-Neifer, die dumme Sau. Halt's Maul, meine Schwester! Hol lieber mal einen Doktor! Ah, ich kann mich nicht mehr rühren! Da brauchen wir keinen Doktor, geh noch mit! Ja, spinnst denn du? Ja, was machst du mit mir? Ey! Ja, du! Halt's Maul, du Jammerlappen, mal! Du bist doch von Wahnsinn umzingelt! Hol lieber mal einen Doktor! Da brauchen wir keinen Doktor, gell? Die gehen jetzt einmal in die Urologie auf. Und wenn ich wieder komme, dann geht's weiter, ne? Au! Schwester, meinst du wirklich, dass das das Richtige für den ist? Ja, ja, das passt schon. Wenn ich komme, dann geht's weiter, ne? Was in die Urologie? Ja, was machen denn die da mit mir? Weiß ich leider auch nicht. So, nun geht die Schlussphase. Herr Meier, wie geht es Ihnen? Gut. Muggel, tanzen? Jetzt. Sehen Sie, Frau Meier, Herr Meier sprechen schon mehrere Worte. Bestimmt ist bei Herrn Meier wieder ganz normal. Ja, genau, normal. Normal hat er noch nie. Gret hat er halt, ne? Aber das war's dann auch schon. Und warum? Herr Doktor! Hilfe! Was ist mit Ihnen passiert? Ja. Meine Eier, können die nicht einfach so liegen in den Leiter? Nix, nix, die Schwester hat gesagt, das passt so. Aua! Und Frau Meier, ob glaub ich oder nicht, hat sogar passende Musik dabei. Frau Meier, würde ich sagen, auf los geht's los! Erstmal warten, muss ich Fabrikat. Illipilli hat einen Daten. Die sind wie den Daten. Herr Mrs. K., Doktor, nicht normal. Hab ich doch gesagt. Ja, aber bald ist ganz normal. Und ich sage auf los, los. Na? Fangen wir los? Ja. Dann machen wir los. Na? Aber du, 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 ich bin.
Kasperle alles auf. Ha? Weil der Herr Meier, der ist ja gar nicht krank, ne? Der hat seiner Frau nur irgendwas vorgespielt. Was? Das können Sie mir gar nicht beweisen. Wie kommt man denn auf so einen Ratsch? Tja, ihr drei, ihr habt, wo ich mein, ihr seid besonders intelligent, ne? Aber die Elfriede, die hat alles mit angehört und hat euch verraten. Mir ist meine ganze russische Laufbahn nicht passiert. Oh, ich bin... Diese Flasche Wodka. Erich Meier? Stimmt das, was Sie da sagt? Ja, aber Mugilein! Mugilein! Nichts mehr ein Mugilein! Jetzt hat sich's aus, die Mugilein! Und du hast in der Zeit nichts mehr von mir zu wollen! Verstanden? Ja. Hey, Erich! Jetzt hab ich mal eine ordentliche Frage. Die stelle ich mir schon die ganze Zeit. Was heißt denn eigentlich Mugel? Ach, das? Das kann ich dir erklären. Mugel? Das ist doch ganz einfach. Schaust du doch einmal an. Mugel? Halb Mensch, halb Kugel. Alter! Ja, sag mal. Was wollen die jetzt eigentlich in der komischen Klinik da? Bei Erbra wollte ich dem Dr. Vögele bringen. Ah, ja, genau, mein Erbra. Mhm. Oh, den nehmen wir halt jetzt wieder mit haben, ne? Der ist immer noch nicht da. Oh, hey. Wow. Das ist ein Service. Tja. Schau. Du schalte mich so schnell, gell? Ja, nur mal schauen. Schwester! Ja, die Schwester ist schon da, gell? Ja. Ja. Wollt ihr jetzt einmal einen Doktor, bitte? Ach, das hab ich dir doch schon gesagt, dass wir noch keinen Doktor brauchen. Ich war jetzt so in der Urologie, Doc, und hab Bescheid gesagt, dass wir jetzt dann kommen, gell? Ja, aber was ist denn du mit deiner Urologie? Was machen die in der Urologie? Was ist der Geier da? Ja, also ich habe Bescheid gesagt, dass wir noch einen Notfall haben für Darmspiegelung. Und da die kurz Zeit haben, übernehme jetzt ich den Einlauf gleich höchstpersönlich für dich. Ne? Nein! Ich kann Einlauf! Nein, Schwester! Super Publikum, hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Wenn es euch gefallen hat, sagt es weiter. Ich bin morgen Abend noch einmal um 7:30 Uhr.
Ansonsten wünschen wir euch einen guten Nachhauseweg. Wer da bleiben dürfte, gerne noch da bleiben. Wir feiern noch ein bisschen. Und bis zum nächsten Jahr dann. Da bleiben.